Evans, naja, es gibt bei beiden zwei. Ich komme auch hier rüber. Vorstadt der Untoten. Düstere Vorstadt brauchen wir nicht mehr. Vorstadt der Untoten. Ja, dann ist volle Wüste und dann ist Ziel. Machen wir die Vorstadt der Untoten. Wie nehmen wir denn alles mit? Anna auf jeden Fall. Schatten kann man nicht gebrauchen. Stone? Stone ist halt immer noch nicht so optimal. Aber er kann doch hier zumindest. Wenn wir schon dabei sind. Lassen wir zu dritt. Oder mal nehmen wir ihn mit. Ja. Brauchen ihn halt nicht. Brauchen ihn halt wirklich nicht. Ich mag ihn um Pyro. Na dann, auf zum Kartenspiel. Oh, hier schon. Schön, ein anderes Lebensgesicht zu sehen. Spielen wir Karten? Ich möchte nicht Karten spielen. Ach Mist. Karten für mich? Na klar, bitte sehr. Finde einen Überlebenden.
Bernhard. Ja, wahrscheinlich müssen wir mit ihm spielen. Er sagt halt nichts mehr. Blähungen verursachen starken erhöhten Kopfschussschaden. Wir geben einen kleinen Anteil ihrer Gesundheit pro Abschuss. Pro Abschuss. Wir nehmen ihn und ja. Jetzt wird's lustig. Wenn wir dann gegen uns selber, also gegen das andere Team kämpfen müssen, dann aber. Erstmal gucken. Ja, das hat sich schon gelohnt. Den Bomben, okay. Den Bombenentschärfer. Den Bombenentschärfer. Inventar ist voll. Damit. Das ist irgendwie sehr gemein, dass wir hier total die tolle Ausrüstung bekommen. Irgendwie war da nichts Gutes dabei.
lohnt sich halt alles nicht. Wir haben zu gute Ausrüstung. Viel zu gute Ausrüstung. Wir sind zu weit. Einmal sind wir zu weit. Haben wir übersehen. Ah, hier. Minimal besser. Es lohnt sich halt schon gar nicht mehr aufzusammeln. Soll hier ein Scharfschütze sein? Bestimmt irgendwas übersehen. Lohnt sich halt alles nicht. Also machen wir wenigstens ein Level. Eigentlich müssten wir doch hier komplett richtig sein. Oder nicht?
Also eigentlich habe ich mir eingebildet, wir sind richtig. Laufen halt wirklich einfach nur durch. Hier ist ja nichts mehr. Wo soll denn der Schütze sein? Mit der Ability, dass wir uns jetzt heilen mit jedem Abschuss. Ja. Wir laufen halt eigentlich nur noch hier durch. Jetzt hier richtig oder nicht? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Finde und eliminiere den Bob-Scharfschützen. Wir sollen ihn halt finden. Das mit dem Finden ist gerade so das Problem. Also hier ist er schon mal nicht. Ist, wo ist er denn? Also mal jetzt ernsthaft. Immer alles eigentlich jetzt. Hinten ist aber auch nicht.
soll denn da einer sein? Wenn halt ihr auch nirgendwo rein oder so. Also jetzt bin ich einfach nur noch verwirrt, wo der sein soll. Wo soll denn der sein? Ist irgendwie hier so lange durch das Level und wir haben ihn immer noch nicht. Kann auch nicht hier sonst wo sein. Vor allem bei denen, was wir hier alles auch noch finden. Ich kann ja auch nicht hier hoch und nicht. Muss man hier so sagen, wir gehen hier rein oder so, ist ja nicht. Bombenentschärfer. So. Finde die Enemirien Bombenentschärfer Team. Aber wo soll der sein? Besten Willen, wo soll der sein? Wir sind gerade so schlecht dabei. Wir finden hier so viel Zeug. Aber nicht, was wir brauchen. Wo soll der sein? Beim besten Willen. Der da hinten oder was?
Da wäre ja auch Blödsinn. Ist auch nur so einer. Nein, das sind nur die normalen. Hier geht's irgendwie nicht weiter. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Aber wenn ich ganz nach vorne gehe, ist es halt auch nicht. Ich verstehe das Level gerade nicht. Wir hätten wohl das schwere Level einfach machen sollen. Wäre leichter gewesen. Wir leveln zwar gut, aber das ist nur nicht der Sinn der Sache. Irgendwo müsste er sein. Finde und eliminiere die einen Bombenschärfer des Teams. Einen. Wir brauchen nur einen einzigen. Ich hätte den hier irgendwie vermutet, aber ich habe keine Ahnung gerade. Wir sind immer nur noch zu zweit, sehr schlecht. Ich habe auch keine Ahnung. Also hier ist nichts. Wo soll denn hier einer sein? Ganz doof gesagt. Wo? Ist doch nirgendwo einer. Oder kommt der einfach dann random? Also wenn der random kommt, das wäre echt gemein. Wie hier so lange schon hier leveln.
Aber jetzt halt ja auch finden. Hier gibt's ja nichts zu finden. Beim besten Willen, hier gibt's ja nichts zu finden. Da hinten, der backt immer dann noch rum. Ja, wir haben Nahrung, wir haben alles. Ja, das, was wir brauchen, haben wir nicht. Hier geht's nicht weiter. Wir sind ein bisschen zu stark. Nur ein bisschen. Wie man sieht. Aber mein Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Hinten geht's nicht weiter, vorne geht's nicht weiter. Ich einfach sagen, dann kriegt mich um. Ich kann so überhaupt nicht verstehen. Zurück zum Lager. Ich bin einfach nur verwirrt. Ich verstehe gerade gar nicht. Verpackt oder so. Exkriminierung, Bedrohung, empfohlene Klasse, Bedrohung, Hinterhalt. Hinterhalt, machen wir den Hinterhalt. Jetzt will ich es wissen. Ist das verpackt oder so? Oder haben wir einfach Pech gehabt oder so? Ich weiß es nicht. Überlebe den Hinterhalt. Ja. Das ist, glaube ich, das kleinere Übel. In den Kommentaren dann mal schreiben, ob der andere Weg irgendwie, was ich falsch gemacht habe. Weil ich weiß es nämlich nicht.
Na komm, wir wollen ein bisschen leveln. Also ein bisschen. Also jetzt nochmal so extrem muss das nicht sein. Aber wir sind schon relativ stark. Das ging irgendwie viel schneller. Wähle eine Seite. Waldlager, Industrielagerplatz. Schlage dich auf die Seite der Söldner. An den Waldlagerplatz, um Opa in die Schlacht zu folgen. Industrielagerplatz. Schlage dich auf die Seite der Schrotter, um die Industrielagerplätze, um nahe bei ihrer Mission zu helfen. Opa folgen. In Shadows Endgame bestimmt das Ende deiner Story, kann man so wie die vorankommen im Ödland. Ja. Waldlager, definitiv Opa helfen. Kreuzung. Zwei Missionen Waffen. Piro, Johnson. So. Oh, du musst leider vor so. Ich muss Doc mitnehmen, ob ich möchte oder nicht. Kapitel 9. Turteltäubchen. Das ist der Anfang vom Ende. Ach, was für ein Tag, was für ein schöner Tag. Du musst bei den ganzen Farbeimer echt mal kürzer treten. Achtung, ich sehe Bewegung voraus. Jetzt haben wir... Kann das sein, dass wir jetzt die ganzen Erste-Hilfe-Kästen auf einmal hier haben? Hinterfrage ist nicht, ich nehme es einfach mal so hin. Verdammt sollt ihr sein, Ketzerpack, ihr werdet für eure Sünden zahlen. Die Ödlande werden unsere sein. Nur über eure Leichen Schrottbirne. Oh oh. Gadget. Ihr kaltblütigen Bastard, was habt ihr getan? Was wir getan haben, wir säubern dieses Ödland von euch im mörderischen Irren. Gewalt war gar nicht nötig. Die Schrotter werden nicht länger von einem Tyrann beherrscht. Wir hätten endlich einen friedlichen Leben haben können. Leber, die von deinem Freund hat echt gut geschmeckt. Da frage ich mich doch, wie deine schmeckt. Ihr Barbaren, ich habe Ron und den Rama überlebt. Euch werde ich auch überleben.
müsste nicht. Oh. Pyro, einfach auf Pyro. Pyrrhic hat eine andere Waffe. Ja, ich habe eine andere Waffe. Das irritiert. Das ist ein Brenner oder das ist ein Versenger? Mit den hier wieder. Na komm schon. Kann doch nicht sein, dass sie hier... Die haben ihn viel zu stark gelevelt. Ich hab den halt wirklich viel zu stark gelevelt. Ja, der muss doch eigentlich fast... Na komm schon. Wir haben ihn doch. Na komm schon. Na komm schon. Yay. Wesley. Okay, Wesley war nicht so stark. Oh, du bist ein Vampir. Nein, ich bin etwas anderes. Na komm schon. Also das mit den Schutzgedöns ist schon irgendwie echt nervig. Wir haben uns wohl auf die falsche Seite gestellt. Wer weiß. Aber Wesley sollte eigentlich gar nicht so viel HP haben. Sollte.
Oh, verdammt. Wir haben Pyro verloren. Wir werden verlieren. Es ist... Wir kommen halt auch nicht hier durch. Komm ich hier irgendwie durch? Nö. Ist dafür gedacht, dass man hier einfach dann stirbt, oder wie? Es dauert halt viel zu lange. Schwierigkeitsgrad ändern, machen wir einfach. Das habe ich nun wirklich keine Lust drauf, dass wir hier die ganze Zeit unter Beschuss und alles, nö. Ist nun auf leicht oder nicht? Ja, sollte leicht sein. Weil jetzt möchte ich eigentlich nur noch die Story. Und der hat so viel ausgehalten. Der erste war ja schon nervig. Ja, kennen wir. Gadget. Aber sag mir nicht, wir müssen das ganze Team hier besiegen. Bin mir halt nicht sicher, was da wirklich Schaden macht. Jetzt müsste Schaden. Na komm. Du kriegst zu viel. Nee. Könnte auch einen Dock nehmen, aber... Na. Ist besser mit Dock, ich weiß es nicht. Thank you.
Ich habe halt keine Lust, gegen wirklich das ganze Team dazu kämpfen. Da irgendwie nur die Spezialen muss irgendwie Schaden machen gefühlt. Wesley, und jetzt wird's lustig, weil jetzt kommen ja die anderen. Genau. Komm, jetzt. Ah, das hat's ihn aber ganz schön erwischt. Pyro hat gelitten. Und Doc hat auch gelitten. Na komm schon. Wir haben dich doch auch fast unten. Heilung. Naja, da müsste noch der nächste bald kommen. Jetzt. Ach nö, nicht der nächste. Mac. All die Leichen dieses Gemetzels, ihr seid auch nichts anderes als Ron. Ich hätte ihn euch in Stücke sprengen lassen sollen. Was weiß ich überhaupt nicht. Wie er, du und deine Leute greift uns immer wieder an. Ihr müsst keine Gelegenheit zu reden. Für Unterhaltung ist es jetzt zu spät. Ihr habt zu viele Brücken abgefackelt. Aber das ist doch meine Spezialität.
Mann. Jetzt bleibe ich hier sonst stehen und warte mal, bis sie... Ja, in der Höhe muss ich bleiben. Komm. Das ist irgendwie sehr einseitig jetzt gerade der Kampf. Wir stehen hier eigentlich nur und warten. Weil das halt das Effektivste gerade ist. Alles andere bringt irgendwie gerade keine Punkte. Aber nach dreien müsste doch eigentlich mal Schluss sein. Oder etwa nicht. Wir haben zu viel HP. Wir haben leider halt wirklich zu viel HP. Geht doch. Ach nö. Nun hab das echt verbockt. Hat die immer verstanden, was sie genuschelt hat? Oh, willst du frech werden? Aber ich zeige es frech. Oh, sie sieht sogar für meine Begriffe total durchgeknallt aus. Ja. Na, das bringt halt weniger. Das
Das bringt aber mehr. Also das ist der interessanteste Kampf ever, den ich hier bis jetzt gemacht habe. Sieht man ja. Weiß nicht. Wir warten eigentlich jetzt nur darauf, dass sie halt ins Feuer mal läuft und ansonsten verbrennen wir die halt mal hinten. Ab und zu können wir uns voll heilen. Haben aber auch halt nicht irgendwie, wo ich jetzt sage, yay, an Ausrüstung oder sowas. Komm einfach zu uns und du verbrennst mit der Zeit. Also wenn danach wieder noch eine kommt, dann aber keine Lust mehr. Kann ja nicht sein, dass wir wirklich das ganze Team hier auslöschen müssen. Das wäre echt langweilig. Manche haben halt auch noch zu viel HP wegen uns. Das ist so, das bereue ich nur ein bisschen. Dass wir denen auch noch so viel Rüstung gegeben haben. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, komm schon. Ich würde sagen, wir verkürzen das
Wenn die Gegner durch sind, geht's weiter. Sie war der letzte Gegner zum Glück. Wer hätte das gedacht, vor 20 Jahren, als du dieses Virus im Labor erschaffen hast? Dass wir hätten die Menschheit zerstören und die Gesellschaft selbst wieder aufbauen würden. Ich habe immer daran geglaubt, mein Lieber, schließlich bist du nicht einfach nur irgendeine 5-Sterne-General. Deine Disziplin ist verblüffend, deine Stärke konkurrenzlos und du siehst auch nicht schlecht aus, Tätzchen. Als er einen Einsatz des Viruswaffe anordnete, ob du es glaubst oder nicht, das habe ich an dich gedacht. Und jetzt werden wir, was von dieser Welt noch übrig ist, wieder aufbauen. Eine ideale Frau und ein perfekter Mann. Und der freundliche Pyromant aus der Nachbarschaft. Feuer frei, Baby. Oh Mann, das Ende ist echt. Uff. Der Opa und die Nana waren so gar nicht nett. Und vor allen Dingen der Kampf am Ende, der hat sich so gezogen. Also von Osoi her war es ganz okay. Aber das Ende, das hätte sich nicht so ziehen müssen. Von Design her oder sowas würde ich gar nicht mal meckern, aber einfach nur der Endkampf. Hat sie einfach viel zu lang gezogen. Jetzt langsam zurück ins Lager. Auf jeden Fall nett gemacht, das Ganze. Nee. Aber nein. Von der Schippe. Opa ist nicht mehr da und...
Ich dachte, wir sind jetzt durch. Das ist verlinkt. Todeswüste Däumo, das ist aber durch. Also das ist so jetzt einfach nur noch. Ja, leveln und so ein paar Level machen. Sehen, wer Interesse hat und sowas, der kann das jetzt weitermachen. Aber ich würde mal sagen, wir schauen uns dann ein anderes Game erstmal an. Weil nur um jetzt die Fertigkeitsbaum voll zu leveln und so, nö, da habe ich nun weniger Interesse. Deswegen, wir sehen uns dann in den nächsten Game.